Mein Name ist Axel König, ich bin Inhaber der Holzwerkstätte König in Budenheim. Ich habe das Unternehmen 1996 gegründet, nachdem ich bereits 20 Jahre in einer anderen Schreinerei gearbeitet habe. Ich habe die Meisterprüfung 1984 abgelegt. In meinem Betrieb gibt es zurzeit 2 Meister in der Werkstatt, 3 Gesellen und 3 Lehrlinge. Und mein Sohn Markus König ist im Moment in der Ausbildung zum Meister. Ab September 2011 tritt mein Sohn in die Geschäftsführung ein. Ich habe das Ziel, mich so Stück für Stück aus dem Unternehmen langsam herauszuziehen. Neben der Ausbildung unserer Lehrlinge und Meister bieten wir auch Schulungen bei unseren Lieferanten, Messebesuche und Schulungen hier in der Firma an. Fortbildung ist für die Mitarbeiter sehr wichtig, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind, was Produkte, was Anwendungstechnik angeht. Die Kunden legen sehr großen Wert auf kompetente Beratung, saubere, preiswerte und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Und bei einem Meisterbetrieb können Sie sicher sein, dies auch zu bekommen. Nach diesen Maßstäben wurde auch das Sanitätshaus Frohnhäuser in Mainz umgebaut und modernisiert. Die Holzwerkstätte König lieferte die komplette Einrichtung, von den Rückwänden über die Beratungssäulen bis zu den Kassentheken. Durch die Beschäftigung von 3 Meistern in der Werkstatt können wir auf deren Erfahrungsschatz und auf deren Know-how zurückgreifen. Das Ladengeschäft Frohnhäuser wurde 2011 als Store of the Year ausgezeichnet. Unsere Schreinerei wurde bereits 1998 als eine der ersten Schreinereien in Rheinland-Pfalz nach EMAS zertifiziert. Das ist ein Umweltmanagementsystem. Wir haben uns darauf spezialisiert, umweltgerechte Produkte einzusetzen und auch diese Produkte umweltgerecht zu verarbeiten. Axel König, Qualitätsmeister 2011.